Gehst du am liebsten Konflikten aus dem Weg und herrscht in deiner Welt immerzu Friede, Freude und Eierkuchen? Möchtest du am liebsten alle Erwartungen deiner Mitmenschen erfüllen? Oder kennst du eine Person in deinem Umfeld, der es so geht? Dann schau dir unbedingt dieses Video an, um zu erfahren, ob du nur harmoniebedürftig oder möglicherweise schon harmoniesüchtig bist. Wir sind soziale Wesen, wollen einer Gruppe angehören, verstanden werden und uns wohl in unserem sozialen Umfeld fühlen. Die meisten Menschen sehnen sich von Natur aus nach einem friedlichen Miteinander, suchen Geborgenheit und mögen das Gefühl, mit allem und jedem im Reinen zu sein. Das Leben ist schließlich am schönsten, wenn sich alle einig sind und es keinen Streit gibt. Und das aus gutem Grund, denn Harmonie ist wichtig. Doch wenn sie allem übergeordnet wird, besteht die Gefahr, sich den Erwartungen von anderen Menschen unterzuordnen. Wo hört also ein gesundes Harmoniebedürfnis auf und wo beginnt krankhafte Harmoniesucht? Wir alle haben unterschiedliche Bedürfnisse. Und genau deswegen ist Harmonie nicht immer leicht herzustellen oder aufrechtzuerhalten. Insbesondere, wenn wir für eben diese Bedürfnisse einstehen möchten. Und genau hier liegt die Grenze. Stellst du deine Wünsche über deine Harmoniebedürftigkeit, schaffst es, Grenzen zu setzen und deine Bedürfnisse einzufordern, handelt es sich um eine gesunde Friedfertigkeit. Stehst du für dich ein, vertrittst deine Meinung ohne Angst vor möglichen Auseinandersetzungen und kannst problemlos auch mal Nein sagen, ist dein Harmoniebedürfnis in einem gesunden Rahmen. Stellst du jedoch Harmonie über alles und jeden und hast panische Angst vor Konflikten, könntest du harmoniesüchtig sein. Was ist Harmoniesucht? Im Gegensatz zum Harmoniebedürfnis kann Harmoniesucht als krankhafte Abhängigkeit oder zwanghaftes Verlangen nach Harmonie bezeichnet werden. Dieses Verhalten äußert sich darin, es allen anderen recht zu machen, die eigenen Gefühle zu unterdrücken, zu allem Ja zu sagen und zu verschweigen, was man denkt. Alles aus Angst vor möglichen Konflikten, versteht sich. Denn Personen mit Harmoniesucht werden versuchen, Konflikte um jeden Preis zu vermeiden. Entsteht doch mal eine Auseinandersetzung, ergreifen sie umgehend die Flucht. Unabhängig davon, ob sie selbst darin verwickelt sind oder sich andere gegenseitig anfeinden. Wer harmoniesüchtig ist, strebt unentwegt nach Eintracht, Freundlichkeit und Einigkeit in seinem Umfeld. Schon der reine Gedanke an Streit, cholerische Menschen, Wut oder Geschrei können harmoniesüchtige Personen enorm stressen. Die Bedürftigkeit und der Wunsch nach Bindung ist in der Regel stärker ausgeprägt als der Wunsch nach Unabhängigkeit. Das war's zum Thema der Unterschied zwischen Harmoniebedürfnis und Harmoniesucht. Unser Spruch to go lautet: Wenn du Konflikte meidest, um Frieden zu wahren, beginnst du einen Krieg in dir selbst.